Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, mal eine andere Perspektive, meine Güte. Ich war im Rossmann, habe ein bisschen Sachen eingekauft, die Preise schreibe ich euch einfach mal hier oder dahin. Und ja, wie gesagt, ich war beim Rossmann, ich hatte eine Stunde einfach da drin verweilt, ohne Gedanken an nichts. Einfach durch die Gänge geschlendert, einfach geguckt, was es Neues gibt. Und irgendwie catcht mich Rossmann aber nicht so. Ich habe ein paar Schnäppchen gemacht, ja, aber so an sich spricht mich irgendwie das Sortiment nicht so arg an wie im DM. Ich weiß es nicht. Ich habe trotzdem natürlich genug eingekauft. Ich habe zum einen ein Sparpaket an dreilagigen Klopapierrollen mitgenommen. Ich glaube, unsere sind so fast dem Ende geneigt. Und das hebt dann erstmal so 2-3 Monate bei uns und ja, wir scheißen die Hütte zu. Sozusagen, ich habe ein paar Dinge nachgekauft, das werde ich dann immer dazu sagen. Und ein paar Dinge einfach, ja, mitgenommen, weil sie einfach im Angebot waren oder ich es einfach haben wollte. Punkt. Zum einen habe ich eine Kinderzahnpasta, die war gerade in der App. Die hatten wir schon mal, glaube ich. Die habe ich jetzt meinem Sohnemann wieder mitgenommen. Ich hoffe, der benutzt die. Oder war das die ein bisschen scharf war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, die war ganz cool. Habe ich einfach mitgenommen. War in der App. Er hat irgendwann, braucht er wieder eine, seine ist halb leer, deswegen durfte das mit. Dann immer wieder mein allerliebster Nagellack entferne, egal von welcher Marke. Am liebsten sind mir die Aveo Nagellacke. Ich habe hier von Isana die mitgenommen, ohne Aceton. Mit Aceton, immer mit Aceton, weil ich finde, die trocknen irgendwie weniger meine Nägel aus. Keine Ahnung, ist verkehrte Welt. Dann haben wir dringend Sonnenschutz gebraucht. Ich habe noch nichts für die Kinder. Meine Nase pellt sich zum Beispiel seit ungefähr 3 Tagen. Ich hoffe, das liegt nicht an der Creme. Aber Sanozon 50er habe ich mitgenommen. Einmal für den jungen Mann. Das ist jetzt für meine Große. Da habe ich ihr das mitgenommen. Und dann habe ich Ajax noch mitgenommen. Ich liebe dieses lilane Ajax. Schnüffelt mal dran. Das ist wie Badezusatz für den Boden. Also wirklich ganz, ganz fein. Ich liebe, das ist ein absolutes Nachkaufprodukt. Ich dachte damals, es gibt es nur im Kaufland. Aber nein, siehe da, im Rossmann gibt es auch. Dann mitgenommen meine allerliebsten Zahnbürsten. Dr. Best. Ich hatte keine mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte welche, habe ich gedacht, aber sie sind spurlos verschwunden. Ich habe beim Aldi welche gekauft. Die kommen denen nah, weil ich mag die Köpfe, die so gerade geschnitten sind. Ich finde, dann reibt man so wenig wie möglich vom Zahnfleisch. Finde ich einfach besser. Dann durfte eine Butt-Massageschwamm mit. Ihr werdet sehen, in meinem Aufgebraucht habe ich einen entsorgt, weil der einfach schon voll eklig ist. Und er war so eklig, dass ich ihn schon 5-mal gewaschen habe. Dann wieder, ja, die fallen irgendwann auseinander. Ist nicht mehr so schön. Dann gab es, glaube ich, 20% auf Hygieneseife. Die mir auch, glaube ich, ausgelaufen. Was ist mir denn da ausgelaufen? Ich habe keine Ahnung, was da schon wieder ausgelaufen ist. Ich habe mir aber was Leckeres noch zum Essen mitgenommen. Als Snack Mandeln. Ich liebe das. Ich habe irgendwie gar nicht das, ich habe Mandeln nie kapiert. Also ich mag Marzipan nicht. Und bis eine Freundin mir vor 5 Jahren ungefähr gesagt hat, Marzipan besteht aus Mandeln, seitdem esse ich es. Entweder hat sich mein Geschmack geändert oder ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit Marzipan gemacht. Diese Seife durfte mit, riecht nicht besonders lecker, aber ich fand es besonders süß irgendwie. So Perlmutt und ja, Handseife braucht man immer, 20%, ne? Man weiß Bescheid. Dann meine allerliebsten, ja, Schrupp Veleda also, Glitzy. Heißen die Pure Active, weil die kann man auch wirklich in der Waschmaschine waschen, ohne dass da 10.000 Fusseln dran bleiben. Deswegen mag ich sie total. Und dann habe ich mir nachgekauft, das hatte ich im Kaufland entdeckt. Ich bin noch nicht im Rewe gewesen. Diese zwei von Soflan, das war diese Collection, die ist sehr, sehr, oh, das riecht einfach nach Haarspülung. Das riecht wie Pantene Provin Haarspülung, irgendwie sowas. Oder Garnier Fructis. Ich weiß es nicht. Es riecht auf jeden Fall fantastisch. Ich weiß es nicht. Um die 1,35 Euro oder sowas. 27 Ladungen. Ja. Kommt man hin und wenn man die Wäsche gleich aufhängt und nicht irgendwie 3-4 Stunden später, riecht das einfach so göttlich. Und ich liebe es. Ich liebe das, wie das in dem Raum sich entfaltet. Und ich liebe das allgemein. Also ich liebe wirklich diese Softlan Boutique
der Düfte paradiesische Kollektion oder sowas. Allein das Packaging ist schön und auch der Inhalt ist wirklich klasse. Kann ich euch absolut empfehlen. Dann habe ich für den jungen Mann, wie gesagt, habe ich gesagt, Anti-Sand hier, Sandlotion noch mitgenommen. Sandlotion. Sanozon. Sonnenlotion. Wir haben schon 9 Uhr. Ich müsste noch so viel machen. Mensch, ich muss immer so viel machen. Und ich sitze dann da und mache Video. Dann haben wir hier XXL 82 Tabs mitgenommen. Ich war ja alleine. Classic tägliche Reinigung. Finde ich cool. Ich wollte jetzt mal Somat ausprobieren. Oder habe ich immer Somat? Nee, ich habe jetzt Finish. Genau, ich habe Finish. Wollte jetzt Somat ausprobieren. War irgendwie unter 5 Euro oder unter 8 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe aber Somat gegriffen, weil ich es einfach besser fand. Hier ist noch die zweite Verpackung von meinen liebsten Zahnbürsten. Ich dachte, kommt 10%. Aber ich glaube tatsächlich, dass die bei DM günstiger sind, weil man ja 10% beim Rossmann bekommt. Ich war jetzt extra ein Rossmann-Haul machen und fertig. Ja, ich wollte in Rossmann gehen, weil man da 10% spart. Das ist auch nicht mehr mittlerweile so weit weg von mir. Ich habe nämlich einen anderen Rossmann entdeckt. Flink und sauber Staubsaugerbeutel. Ich liebe die vom Rossmann viel, viel lieber als vom DM. Ich habe sie erst vor kurzem eigentlich im letzten Monat beim DM nachgekauft. Aber jetzt war ich beim Rossmann und dachte, ich nehme sie damit. Dann habe ich Wattestäbchen mitgenommen. Watte aus 100%iger Baumwolle. 300 Stück mit umweltfreundlicher Papierstäbchen. Ich fand die Verpackung so süß. Ich werde die benutzen und die werde ich auch unter meinem Auge benutzen. Ihr werdet wahrscheinlich sehen, wie hässlich ich aussehe. Ich fühle mich auch genauso. Ich habe das Sunny heute erst Bilder geschickt von meiner Foundation. Ich mag sie gar nicht. Ja, das ist hier Isana. Dann habe ich hier Allzweckbeutel mit so einem wieder verschließbar. Fand ich sehr interessant. Dachte ich, besser als diese Zip-Beutel. Waren günstiger die Hälfte. Deswegen probiere ich die mal aus. Wenn die nix sind, dann nehme ich wieder die Zip. Dann war im Angebot für 55 Cent hier, du bist zauberhaft, Trockenshampoo. Ich probiere es mal mit Rossmann. Vielleicht ist es ein bisschen besser. Und ich dachte, für 50 Cent kann man es ausprobieren. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Könnte man auch als Deo oder... Das riecht sehr, 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 sehr frisch. Wirklich wie so ein blumiger, fruchtiger Duft. Ja, das ist sehr, sehr angenehm. Vielleicht bekommt ihr die. Heute ist Freitag, aber es waren trotzdem noch grüne Etiketten. Ja, normalerweise sind die doch nur mittwochs, oder? Aber es riecht sehr, sehr lecker. Das gefällt mir sehr gut. Schon mal. Dann habe ich mitgenommen Christina Aguilera. By Night. Ja, ich habe sie mir eigentlich mal gegönnt. Ich habe letztes Mal schon erzählt, aber meine PW-Punkte habe ich in Penny liegen lassen. Wir haben da so einen großen Einkauf gehabt. Ich dachte, ach komm, löse ich sie mal beim Penny ein. Ich sammle ja immer Payback-Punkte, wenn ich kann. Und mache diese Fünffachgeschichte und sowas. Und beim Rossmann kann man eben diese 10%. 30 Milliliter sind drin. Und ich muss sagen, eigentlich eine Schande. Das riecht so geil. Sogar meinem Freund gefällt das, deswegen durfte er das einziehen. Ich hätte mir auch 50 Milliliter gekauft, weil es meistens günstiger ist. Hier ist 30 drin. Ich finde den Duft toll. Der bleibt auf jeden Fall. Und ich fand den gar nicht so teuer. Also wirklich zum Nachkaufen verurteilt. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass es eigentlich eine XXL-Roll ist? Und ich bin fast durch. Nee, ne? Dann habe ich Watte, ja, Watte mitgenommen, weil ich Watte immer brauche. Watte-Pads fürs Gesicht, für meine Augen-Make-ups, für meine Nägel, für mein Hintern, für alles. Watte-Pads gehen immer. Christina by Night, guckt euch den mal an. Der riecht echt nicht schlecht. Für 11 Euro oder 12 Euro ist der richtig gut. Und dann die 10% Bombe. Palmolive durfte wieder mit. Ich fand den Duft echt angenehm. Mittlerweile finde ich, fand den, glaube ich, angenehmer, als er mit Wasser in Verbindung war. Den angenehmer als den neuen von Palmolive, weil das ja eine neue Formel ist. Oh, der Duft, ich könnte mich selber fressen gerade. Somat habe ich gekauft. Und zwar, ja, Klarspüler. Mir fehlt immer Salz, Klarspüler. Tabs habe ich immer, aber es blinkt ständig und ich weiß auch nicht. Je weniger du rein, je mehr du reinmachst, je öfters musst du es auch reinmachen. Dann liebe ich absolut bei DM die, ach, das ist Alnatura, stimmt. Okay, vegetarische Soja-Bolognese. Ich liebe sie. Und mein Sohn mag sie auch total gerne. Er nimmt sogar zweimal Essen. Macht er sonst nie. Sehr, sehr selten, dass mein Kind so hungrig ist, dass er wirklich
was mit ist. Und ich dachte, oh ja, da schlage ich zu, weil für den schnellen, also wenn man schnell Hunger hat, dann statt sich dann das und das reinzustopfen, dann lieber mal so eine vegetarische. Und ich bin auch gerne mal auch vegetarisch. Also ich brauche echt nicht oft, ich nicht für Oft mir eigentlich das Fleisch, reicht. aber ja. Somat, Maschinenreiniger, ich könnte auch auf Fleisch mal verzichten, sage ich mal so. Ohne extra Spülgang. Maschinenreiniger wollte ich unbedingt mitnehmen, weil ich ja eine neue Spülmaschine erst dieses Jahr gekauft habe. Und ich ungerne jetzt dieses Jahr wieder eine neue kaufe. Das riecht so lecker. Ja. Dann habe ich mal Abschminktücher von BB, weil viele davon schwärmen und 99% wasserfestes Make-up entfernt. Okay, ich benutze kein wasserfestes Make-up, aber ich möchte, dass meine Visage komplett fertig ist, ja? Also so, dass ich wirklich nur noch mit Wasser und Seife drüber muss und dann ist gut. Oder mit irgendeinem anderen Reiniger nochmal dran und dann ist fertig. Wir werden zusammen testen. Ich werde auch mal ein Video dazu machen. Dann habe ich nochmal Kosmetik-Wattestäbchen aus 100% Baumwolle, 70 Stück mitgenommen. Ja, die brauche ich immer mal wieder, weil ich datche mir eigentlich immer. Eigentlich 99,9%, dass ich irgendwo in meinem Leben Datcher habe. Meistens unten am Wimpernkranz, auch heute. Dann sieht es ein bisschen so, ja, verrucht aus. Dann habe ich meiner Tochter Prittkleber mitgebracht, weil sie welchen gebraucht hat von der Schule und ich wollte nicht an. Wir waren irgendwo und sie wollte da bei Penny. Genau, da habe ich gesagt, nee, ich gehe eh Müller oder so. Dann bringe ich einen mit und ich war jetzt dort. Und für den Kindergarten wollte ich unbedingt mitnehmen, weil manchmal wird das jetzt heiß und da wollte ich so eine kleine Tube mitnehmen und lieber immer mal wieder nachfüllen, wie so eine große, weil ich habe überall mal eine große gehabt. Das Problem ist, ich schmeiße sie dann weg. Also dann lieber diese kleinen. Und fülle ich dann nach und er kann sich eincremen, wenn er so eine große Pulle in die Hand kriegt. Na dann, gute Nacht. 50er ist klar. Da gab es auch Zehner. Ich weiß gar nicht, wofür braucht man Zehner? Für Winter? Oder für was braucht man? Oh, der Duft ist so geil. Der Duft ist so geil. Guckt euch das mal unbedingt an. Ich habe das mal woanders da angeguckt. Und da eine Person kam rein und ich habe dann einfach gefragt, du? Du riechst so gut. Sag mir. Und sie hat das drauf gehabt und ich habe gesagt, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Gleich mal gegoogelt, aber da war es überall ausverkauft. Ja. Kommen wir zum zweiten Beutel. Da ist auch noch mal so viel drin, aber es ist schon preislich ein XXL-Haul. Ich habe mir endlich mal wieder sowas hier gegönnt. Ich weiß nicht, wo ihr eure Melts oder Wachs oder irgendwas reinmacht. Ich mache mir das ja immer selber. Ich sehe, wie scheiße das gemacht worden ist. Seht ihr das? Da muss ich unbedingt mit Nagellack dran. Das ist nicht schön gegossen. Naja, gut, hat 3 Euro gekostet. Kann man jetzt nicht so arg meckern, aber wenn man sowas in Produktion macht, dann möchte man doch was Gescheites. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Wachsteile und ich weiß nicht wohin. Oder auch Duftöl mache ich mit einfach Kerzenwachs. Das funktioniert auch super. Ist eine günstigere Alternative als Yankee Candles Zeug. Ich habe was von Yankee Candle gehabt und auch Party Lights. Die hatten ja auch sowas. Aber ich bin irgendwie nicht der Typ zu. Dann habe ich noch Somat, also viel, viel Haushalt, ne? Und Pflege ist gar nicht so viel dabei, nur so Nachkaufdinger. Somat, Spülmaschinensalz, da steht noch eins, aber es reicht nicht. Ihr wisst, hier ist auch der Scheißzettel. Ja. Ich war so, what? Ja, danke mir auch für den Einkauf, ne? Ja, 55 Cent hat Trockenshampoo gekostet. Finde ich echt einen guten Schnapper. Dann habe ich nachgekauft, meine Tochter Zahnpasta. Ihre neigt sich auch irgendwann mal dem Ende zu. Ich habe mir hier nämlich ein Körbchen gemacht für meine Dekorative. Da durfte auch was mit. Und dann durfte noch ein Tee mit Strawberry Cupcake. Ich wollte eigentlich den Maracuja mit Pfirsich kaufen, den man kalt aufgießen kann. Leider gab es den nicht. Ich wollte den hier mal ausprobieren. Einfach mal eine Tasse Tee mit einem Keks oder sowas. Oder mit Marmeladenbrot. Oh, ich stehe auf Marmeladenbrot. Mega geil. Werde ich mal austrinken, trinken, probieren, werde ich euch Bescheid geben. Dann habe ich entdeckt, schaut mal, Make-up Revolution Eier. Die sind natürlich, also die Verpackung, ich liebe Flamingos. Mein Freund hat damals zu mir gesagt, du bist ein Flamingo. Yes, Baby, ich bin definitiv ein Flamingo. Und so schaut das super schöne Ei aus. Vielleicht hebe ich es auf. Vielleicht werde ich es auch benutzen, weil so, ich habe es jetzt nicht ausgepackt. Das war für 3 Euro, ne? Und damals haben sie irgendwie um die 6 Euro oder 7 Euro gekostet. Ich glaube 6 Euro. Vielleicht auch 5, keine Ahnung.
Ich wollte es einfach mal mitnehmen. Ich habe gedacht, vielleicht verlose ich das oder ja, es geht ja nicht immer darum, dass es teuer ist, sondern einfach diese Gestik, die man einfach anderen Menschen macht. Ja, muss ja auch gucken manchmal, wo ich bleibe. Auch bei mir wächst nichts an den Bäumen. Schade. Ich würde gerne Geldbäume produzieren. Ihr wisst das sicherlich. Und das Gelbe. Das Gelbe war, was warst du denn? Tick. Tick. Und das andere war Flamingo. Das spricht mich natürlich von den Farben her sehr, sehr an. Und auch das Flamingo-Ei. Ich finde es eigentlich cool. Ich würde sowas vielleicht zu Ostern schenken. Ja, aber für die Sammlung ist das nix. Zu Ostern. Vielleicht für nächstes Jahr dann. Mal gucken. Man muss ja nicht immer alles neu haben. Ich habe sie jetzt bisher nur aufgemacht und mache sie ins Körbchen. Denn ich habe noch... Ach ja, genau. Das ging auch raus, glaube ich. Das war auf 1,99 oder 2,99. 30er Lichtschutzfaktor für Gesichtdekolleté mit mattierenden Effekt. 30er Lichtschutzfaktor für Gesichtdekolleté mit mattierenden Effekt. Sofortschutz. Ich werde es auf jeden Fall testen. Denn ihr seht, meine T-Zone glänzt verdammt nochmal. So ein kleines Fluid mit 50 ml fürs Face, optimal zum Testen. Muss ja nicht immer so eine große Pulle sein. Wollte ich einfach mal mitnehmen für mein Gesicht, weil ich merke einfach, dass meine Rötungen langsamer, also zurückgehen, wenn ich was tue dagegen. Sonnenschutz zum Beispiel. Von DM habe ich das hier mitgenommen. Your Better Work Proof Primer, fixierende Spray. Sweat Resistant und Anti-Shine. Ja, Entschuldigung. Anti-Shine. Ich habe heute auch Öl Control benutzt. Nee, da ist nichts mit Öl Control, um ehrlich zu sein. Ich kann euch sagen, no. No way. Dann habe ich mir nachgekauft von Essence Color Intensifying Eyeshadow Base. Ich habe keine Ahnung, wann die rausgeht und ich mag die total. Also ich finde, alle Looks gelingen super mit ihr. Ich gucke gerade, ob da schon jemand dran war. Nee. Ich liebe diese Base, ich kann sie euch absolut ans Herz legen. Sie macht so tolle Looks, also sie lässt auch die Looks. Ihr seht ja, bei mir ist nichts gekrochen. Ich habe sie zwar heute nicht benutzt, aber das ist der Normalfall. Ich sehe überall scheiße aus, außer in den Augen. Ja, und ich kann verdammt viel reden. Fast Cuticle Remover, das wollte ich letztes Mal holen und habe ja aus Versehen Topcoat mitgenommen. Oder irgendwas anderes. Und das brauche ich für meine Nagelhaut. Das mache ich nämlich so ungefähr einmal im Monat. Ich mache meine Nagelhaut sehr, sehr selten. Ich habe aber auch nicht viel Nagelhaut. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das gemacht habe. Vielleicht vor 3 Monaten oder sowas, dass ich so ein bisschen so ein Zeug benutzt habe. Sonst mache ich... Bei mir wächst da nicht so wie bei manch anderen, dass es so über den halben Nagel kommt. Ich fummel da aber auch tagsüber mal so rum. Vielleicht deswegen? Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich aus dem neuen Sortiment, dazu werde ich euch auch einen Look schminken, denn ich finde mit 3 Monolid, ich bin keine Monotante, aber mit diesen wunderschönen Tönen von dem neuen Sortiment von Essence kann man sicherlich was Schönes schminken. Das sind so Farben, die gehen immer und ich dachte, ich stelle sie einfach in einem neuen Video vor. Das sind, das ist auch so einer mit der einzigen Sachen, die ich von Essence jetzt mitgenommen habe, weil ich mich eigentlich nicht so viel außer Nagellack noch interessiert habe. Zum einen habe ich neu mitgenommen die 42 Everybody Say Yeah. Das ist ein Mint Candy Apple Ton von, ja, ich hoffe, ich habe so einen nicht. Ich glaube nämlich nicht. Meiner geht so ein bisschen in die bläuliche Richtung. Wollte ich für den Sommer unbedingt haben, auch an den Füßen. Sieht das bestimmt wunderbar aus. Einen stinknormalen weißen. Ich habe noch einen weißen von Essence. Aber ich wollte die neuen austesten, ob die genauso gut sind. Und aus dieses This Is Me Reihe. This Is Me. Ja, Gott sei Dank, dass der Akku leer geht, ne? Das war ja klar. This Is Me Polish in der Farbe 10. Ich kann es mal wieder nicht richtig aussprechen. Oh, das Parfüm gefällt mir unheimlich gut. Das ist ein wunderschöner Newton und ich hoffe nicht wieder für die Tonne. Dann kriegt es meine Freundin. Also sie hat den perfekten Ton. Die Töne, die mir nicht passen, passen ihr perfekt. Das hatte sie letztes Mal gesagt. Immer wenn du mir Newtöne gibst, dann passen sie, wenn ich sie mir selber kaufe, dann nicht. Also haben wir denselben Geschmack sozusagen, aber andere Untertöne von unserer Haut her. Den fand ich super interessant. Ich habe mir auch einen Lippenstift angeguckt, da habe ich mir an den Kopf gefasst und gedacht, bist du eigentlich blöd? Du benutzt so gut wie nie Lippenstifte, hast jetzt über 50 Stück aussortiert, verkaufst sie für fast nichts mehr und dann willst du dir wieder einen Lippenstift gönnen. Nein. Nagellack geht immer.
Und ist langlebiger, sage ich mal, als ein Lippenstift. Und somit verabschiede ich mich. Meine Tüte ist leer. Das war's. Ich sage Tschüss, wir sehen uns im nächsten Haul oder in einem weiteren Video. Ciao, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich im Russmann. Ciao.